Ja, nun herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Amiibo Festival, die einsame Insel. Diesmal bin ich wieder allein und wir können mittlerweile die zweite Hälfte der Inseln erkunden. Da ich wieder alleine bin, dachte ich mir, muss der gute Barry natürlich wieder mit. Er ist immer hungrig für seinen Honig und den möchte er dieses Mal auch nicht verpassen. Aber ich dachte mir, nochmal die drei Männer mitnehmen. Das wird ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen nehmen wir noch einmal die gute Tritta mit. Und darauf folgen wird noch Fred. Fred war doof, weil er im Wasser laufen musste. Deswegen nehmen wir Norbert mit, damit er die Steine beseitigen kann und uns unseren Weg ein wenig vereinfachen kann. Ja, es tut mir leid, die Folge hier ist ein bisschen verspätet sozusagen. Aber ich denke, das ist alles noch in Ordnung. Wir haben wieder 7 Tage die Insel zu verlassen und diesmal starten wir nicht unten an der Insel. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal... Ne, da sind so viele Steine, die könnte Norbert alle auf einmal kaputt machen, ne? Dann gehen wir wieder hoch, gucken, ob hier Honig ist. Die müsste Barry ja in der Nähe finden. Natürlich erstmal ein wenig Essen ist immer gut. Dann können wir, haben wir ein bisschen weniger, müssen wir uns ein bisschen weniger in den Kopf drum machen, wie das denn mit dem Proviant ist. Also schon ziemlich gut, 4 Birnen. Aber kein Honig in keinem dieser Bäume? Das ist irgendwie enttäuschend. Aber gut, immer ein Stock. Ja, Tritta. Tritta kann kochen, glaube ich. Das war Trittas Fähigkeit sozusagen. Aber wir brauchen gerade kein Essen, deswegen können wir die Felder auch erkunden. Wir nehmen einfach mit, was wir kriegen können. Essen, siehst du, da brauchen wir gar nicht kochen, weil wir einfach... Ja, jetzt haben wir direkt schon eine Ration für einen weiteren Tag. Was also schon mal ein sehr angenehmer Start ist. Natürlich hätte man direkt gerne das Floß, aber ne. Stein. Dann können wir eine Schaufel, glaube ich, bauen. Was uns da den Umgang mit Fallen natürlich vereinfachen kann. So. Genau. Es ist an der Zeit, ein paar Felsen zu zertrümmern. Dann geht der da weg. Wir sollten jetzt eigentlich... Funktioniert das? Das wäre ziemlich cool. Ja, es funktioniert. Oh, sehr schön. Direkt noch ein paar mehr Felsen. Einfach würde ich sagen, dann nehmen wir den Felsen auch noch mit weg. Aus Prinzip einfach. Sehr, sehr schön. So. Wir sehen aber nicht so viel von der Insel. Hier ist noch ein Aussichtsturm. Da könnte Barry natürlich hinstapfen. Hier haben wir ziemlich viel zu erkunden. Hier haben wir immer nur denselben Weg. Und Norbert könnte nur hier unten die Felsen zu machen. Aber wir haben ja leider als dritten ausgewählt. Ja, ich denke, wir gehen trotzdem erstmal hier hin und machen dann so einen kleinen Kreis um die Insel, während wir... Oh! Nein, wir bauen erstmal die Schaufel, falls uns eine Falle über den Weg läuft. Können natürlich auch eine Zwille bauen, aber ja, das macht die Chancen zwar besser, aber eigentlich, die Schaufel macht halt die Falle sicher weg, deswegen... Ist das, glaube ich, am Anfang erstmal die bessere Wahl. Ja, und dann verbrauchen wir erstmal direkt neue Rationen, damit Tritta, Barry... Hatten die schon immer solche Hüte auf? Nee, oder? Ich kann ja nicht die ganze Zeit übersehen haben. Also wahrscheinlich kann ich das schon, aber... Kein Honig. Das ist enttäuschend. Medizin, oh, sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich glaube, Barry läuft jetzt nicht ins Gestrüpp, sondern erkundet die Bäume hier erstmal. Ja. So, wir brauchen die Kochfähigkeit noch nicht. Wir haben noch 3 Tage. Das reicht aus. Und jetzt, ich glaube mal, hier wird eine... Oh, direkt ein Baumstamm, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und dann können wir hier direkt nochmal gucken... An der Falle. Da hat sich die Schaufel doch direkt gelohnt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein. Die Falle wollen wir nicht einsetzen. Warum auch? Tut nicht Not. Wir machen hier erstmal
die Felsen weg. Noch zwei Felder, dann gehen wir einmal hier hin. Machen den Felsen weg und dann gehen wir da ins Gestrüpp oder da. Ich glaube, wir gehen da ins Gestrüpp. Hoffen, dass wir was finden. Zum Beispiel Essen. Das ist sehr, sehr schön. Wie viele Früchte? Oh. 3. Das ist auch gut. Das ist eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Da können wir zufrieden sein. Ja, ja. Norbert. Jetzt macht er den Stein kaputt. Und das öffnet sich. Ich glaube, da hinten die Steine wollen wir gar nicht kaputt machen, weil dann ist ja nichts. Wenn wir jetzt hier unser Zelt platzieren, da geht die Insel natürlich noch weiter. Ich weiß natürlich nicht, wie weit die Insel da weitergehen. Wir schlagen es mal hier auf. Obwohl, dann ist Norbert ziemlich nutzlos. Ja, das war vielleicht nicht ganz durchdacht. Da können wir Norbert ja gar nicht mit 3 Feldern. Ich meine, wo sollen denn dann hinlaufen, wenn Barry und Ritter schon unterwegs waren? Egal. Ganz egal. Ich glaube, Barry geht jetzt erstmal auf den Ausguck. Damit wir ein bisschen mehr von der Welt erkunden können. Falle! Oh. Richtig gut, die Schaufel hat sich schon voll gelohnt, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum soll man die vergraben? Ich hab's noch nie gemacht, aber... Nee. Die Schaufel ist kaputt. Wieso geht denn die Schaufel kaputt? Noch ein Feld. Und es ist kein Baum, hat Honig. Nimm mal den. Obwohl der andere wackelt. Also können wir eine Angel machen. Die werden wir aber, glaube ich, gar nicht brauchen, weil wir haben ja Tritter, die kann ja kochen. Deswegen. Natürlich 3 Felder erkunden. Jetzt natürlich die Frage, welche nehmen wir denn da? Da können wir da zu dem letzten Baum, den Barry nicht abgearbeitet hat, gehen. Ich glaube, das ist dann relativ schön. Wir gehen natürlich hier, dass wir mehr Erkundung haben. Dann kriegen wir ein paar mehr Punkte. Das eine Feld. Okay. Klar, nur Bananen jetzt, aber. Hätte ja auch was drin sein können, ne? Hinter dem Baum, Baumstumpf oder irgendwas fürs Floß. Das wäre natürlich schade, wenn wir zurücklaufen müssten. Das würde ja nur Zeit kosten. So, Norbert geht jetzt nach unten. Und guckt sich da mal die Büsche an. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Gehen wir hier runter. Dann gehen wir noch einmal hier und dann können wir da die ganze... die ganze Reihe da erkunden. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Dann schlagen wir auch da direkt unser Zelt auf bei Norbert. Dann haben wir hier einen guten Abenteuerstützpunkt, von dem wir losmarschieren können in jede Richtung. Wir können natürlich die Angel bauen, aber ob uns das jetzt hilft, weiß ich nicht, aber naja. Ja. Angel ist Angel, nehmen wir mit. Wir können ja im Prinzip nichts verlieren, außer dass wir vielleicht jetzt ein anderes Werkzeug nicht bauen können, aber ja, Schaufel ist ja eh kaputt gegangen. Können wir nicht viel machen. So, Barry. Da unten sind natürlich Bäume, das ist natürlich eher Barrys Gebiet, falls da Honig ist. Oh nein, oh. Unsere Chancen stehen gleich, wir müssen kämpfen, glaube ich, weil wir müssen ja weiterkommen mit Barry hier. Oh, das ist echt nicht schön. Das haben wir nicht gebraucht. Eine schmerzliche Niederlage, ja. Oh. Oh, jetzt Medizin, das wäre echt doof, wenn ich jetzt Medizin brauche. Dritter geht auch 3 Felder erkunden. Dann tut sie halt das, was Barry nicht konnte. Stock, okay. Oh. Dann hat sich das mit der Angel auch wieder. Dann hat sich das mit der Angel auch wieder erledigt. Ich glaube, wir gehen hier lang. Ich frage mich, wie das passiert, dass man den Baum kriegt, wo auch 8 Früchte dran hängen. Ob das auch einfach Zufall ist? Okay. Da muss ich nicht verstehen, warum das so viel gesprungen ist. Ich meine, es ist schön, ne? Aber. So, ein Baumstumpf. Das heißt, wir brauchen nur noch 2. Einmal das Segel, einmal noch ein Baumstumpf. So, gucken wir mal. Da ist nicht wirklich viel los. Da ist natürlich noch der Wachturm. Da kann Norbert natürlich dann hingehen, da noch ein paar Felsen zerstören.
Und die beiden können da rauswandern. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kann Barry machen. Ja, ich glaube, dann machen wir einfach hier. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr von der Region zu sichten. Barry müssen wir natürlich heilen, sonst haben wir ein Problem. Man, mit nur zwei Leuten. Ja, kann das knapp werden. Besonders weil Barry ist ja der Einzige, der wirklich weit laufen kann. Die beiden anderen haben ja nur leider drei Felder. Was sehr, sehr schade ist, um ehrlich zu sein. Und Barry geht jetzt erstmal da hinten die Welt erkunden. Ich würde sagen, wir umgehen die Dinger hier direkt. Honig. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir uns direkt ein Feld gespart. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann zu einem anderen Baum noch hinkommen. Ich glaube nicht, aber. Egal. Das Essen ist schon mal sicher. Also, ich muss sagen, Barry ist hier für die einsame Insel echt ein super Kandidat. Weil er kann sozusagen für Essen sorgen, er kann weit gehen. Ist wirklich gut, einen Barry dabei zu haben. So, wir brauchen natürlich immer noch nicht kochen. Warum auch? Wir gehen jetzt erstmal hier. Das war natürlich jetzt ein Fehler. Ich hätte natürlich. Obwohl, sie hat eh nur drei Schritte, ne? Wir haben noch eine Medizin, ne? Aber wir riskieren es nicht. Dritter ist. Ja, ich will nicht sagen, dass Dritter nicht so wichtig ist, aber. Wir können natürlich hier noch einmal essen, haben wir weniger. Na, wir gehen in das andere Gebüsch. Ja, läuft im Prinzip aufs selbe hinaus. Wir kriegen was zu. Oh, das ist ein Achterbaum. Oh, sehr schön. Und wir kriegen die 8. Oh, das ist richtig schön. Ich glaube, da haben wir uns nochmal zwei extra Rationen gesichert, oder? Nee, nicht ganz. Ja, quasi zwei extra Rationen. Sehr, sehr gut. So, und Norbert wollte ja, wie gesagt, zum Aussichtsturm gehen. Dabei ein paar der Steine zerbamsen. Und gucken wir mal, wie sieht die Umgebung aus? Die Umgebung. Okay, der Teil der Insel, da ist noch eins. Aber hier haben wir den größten Teil, den wir noch erkunden müssen. Ich glaube, hier wäre ein ganz gutes Lager. Weiter auszustreifen. Oder hier. Dritter kann hier hoch. Barry könnte hier rein. Norbert könnte mit drei Schritten nochmal hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wir probieren das einfach mal. Vielleicht geht meine Rechnung ja nicht auf, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Wir können auch den Kescher machen. Der Kescher ist natürlich, ja, hilfreich, obwohl Barry natürlich. Achso, ich muss Ja drücken. Kann ich eigentlich wissen, dass ich Ja drücken muss? So, sehr schön. Dann können wir auch essen und schlafen. Und zum nächsten Tag fortschreiten. Ist natürlich immer die Chance, dass da hinten noch das andere ist. So. Barry ist dran. Ich habe gesagt, wir gehen. Stimmt, hier sind die Bäume, ne? Honig in den. Ich dachte, Honig gibt es nur bei Bäumen. Und den Kescher. Wir haben sogar den Kescher, das heißt, wir können ohne Probleme den Honig holen. Barry ist sicher. Das ist natürlich eine, also Barry und Kescher ist eine super Kombination. Obwohl er jetzt nur darum gewedelt hat mit dem Kescher. Ich glaube, das hätte der gute Barry auch ein bisschen effizienter machen können, aber. Sehr gut. Boah, wir wollen nur noch eins. Schaffen wir es in dem Zug? Das wäre natürlich gut, wenn wir es in dem Zug schaffen. Wenn wir noch 2 Tage verbleiben. Kommt Dritter. Bring uns Glück. Bring uns Glück. Da die drei Felder. In Stonehenge ist das Meistersiegel, oder? Aber kann Norbert ja auch hin. Ja, wir gehen hier oben hin. Das kann schon passieren. Das kann schon. Ja, der Kampf. Egal, den Kampf, den machen. Obwohl im Prinzip, den brauchen wir den Kampf ja nicht. Nee, wir brauchen den Kampf nicht.
Wir brauchen den Kampf nicht, deswegen machen wir das nicht. Wäre damit, glaube ich, noch gut gegangen, oder? Wäre ziemlich an der Grenze gewesen, aber. So, wir haben noch ein Feld, erkunden wir Richtung hier, falls wir zurück müssen. Obwohl, da sind ja eh Felder da hinten. Na, egal. Egal. Ich rede halt gern. So. Ah, wir haben die Schaufel nicht mehr. Oh, das ist gemein. Wir müssen jetzt da rauskommen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ja noch sichtlich erleichtert. Sehr, sehr schön. So, wir gehen natürlich in Stonehenges, finden das Segel und haben damit unsere Mission tatsächlich abgeschlossen. Barry, Tritter und Norbert haben das souverän gemeistert. Das Floß ist fertig. Und damit, ich glaube, das war das vierte Level. War es das vierte Level? Aber auch das vierte Level. Wir sind immer auf Leichenschwierigkeitsgrad. Das sind 10 Level in dem Leichenschwierigkeitsgrad, bevor es zu normal und zu schwer geht. Also, da ist noch eine ganze Menge Content, den wir immer noch vor uns haben. Deswegen, ne, deswegen versuche ich ja jetzt auch jeden Mittwoch hier da eine Folge rauszuhauen. So. Ich weiß gar nicht, wie die Punkte sind. Wir sollten mal die Punkte auch unter den Leveln vergleichen. Könnt ihr mir natürlich auch merken, aber. Obwohl, wir haben schon relativ lang, habe ich schon gebraucht. Ja. Ach, es geht. Es geht. Außerdem kann man das Ende auch nicht wirklich beeinflussen, glaube ich. So ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.